Hallöchen meine lieben Balkongärtner und ich freue mich schon, dass ich euch heute wieder ein neues Video zeigen kann. Jetzt geht es endlich an den Erbsenanbau heran. Wir haben den 1. März heute und die Temperaturen sind ja so zwischen 5 und 10 Grad. Und das sind optimale Bedingungen für den Erbsenanbau und natürlich hier auf meinem Balkon. Erbsen sind das optimale Frühlingsgemüse hier auf dem Balkon und die eignen sich wirklich super, weil jetzt habe ich noch 2 Monate Zeit, bevor ich hier diesen Platz, wo ich das Ranknetz aufgebaut habe, für Gurken nutzen werde. Also als Vorkultur ist die Erbse einfach genial. 1. März Aussaat und Ernte dann Mitte April, Ende April. Und danach kommen dann auch schon die Gurken nach den Eisheiligen rein. Und ihr werdet sehen, der Erbsenanbau ist wirklich gar nicht so schwierig. Ihr braucht dazu einfach nur ein Päckchen Erbsen, Samen hier, und die habe ich hier schon über Nacht in Kamillentee eingeweicht, damit die dann auch besser keimfähig sind. Was wir jetzt machen, ist einfach in 5 cm Reihenabstand die Erbsen in gut vorkompostierte Erde einpflanzen. Erbsen, ja, sind eher Tiefwurzler, die brauchen also schon ein bisschen einen höheren Topf sozusagen, damit sie auch genügend Nährstoffe ziehen können, und das zeige ich euch jetzt. Ja, ihr seht hier auch schon noch mal besser die Erbsen hier in meinem Kamillentee. Das stärkt den Samen sozusagen und macht ihn so auch besser keimfähig. So, dann nehmen wir jetzt erstmal hier so einen Holzstab. Damit mache ich ein kleines Löchchen, ganz locker hier reinstechen, so in 5 cm Abstand rundherum im Topf. Das sind die trockenen Erbsensamen und hier die eingeweichten. Also die keimen auf jeden Fall jetzt wirklich ruckzuck wahrscheinlich. Und die werden wir jetzt hier reinsetzen. Dann nehmen wir einfach hier so eine einzelne Erbse, geben die in das Loch hier rein. Danach später gut angießen, das ist auch ganz wichtig. Ja, sie braucht auf jeden Fall einiges an Nährstoffe, weil die Erbsen müssen natürlich gut versorgt werden. Dazu eignet sich am besten hier auf dem Balkon Komposterde oder auch ich verwende gerne hier meinen Wurmhumus. Zur Hälfte habe ich hier eben die Erde mit Wurmhumus ja, ein bisschen aufgebessert. Und ihr seht auch hier schon die weißen Körnchen. Das sind Perlite, die eignen sich auch immer gut unter die Erde rein zu mischen, weil die lockern einfach den Boden auf, und gut aufgelockerte Muttererde ist immer gut. Ja, hier seht ihr auch schon meine Rankhilfe, die brauchen wir auf jeden Fall, denn ohne die können die Erbsen hier nicht schön hochwachsen, dann knicken die nämlich um und dann war es das mit der Ernte. Und verlinke ich euch natürlich auch nochmal unter dem Video. Ja, jetzt müssen wir einfach noch abwarten, und wenn die ersten Pflänzchen hier gekeimt sind, dann werde ich euch dann natürlich wieder davon berichten und dann sehen wir uns bald wieder.